Wenn ihr wissen wollt, ob die Kacke am Dampfen ist, dann bleibt dabei! Was ist denn los, Andi? Nee, ist nichts. Alles schick. Alles gut. Aber irgendwas ist doch mit dir. Was ist denn los? Naja, ich muss die Keramik zerballern. Verstehst du? Hä? Was meinst du? Ja, ein Abseilen. Mann, du verstehst schon, oder? Ah, eine Stange Lehm aus dem Rücken drücken, oder? Ja, genau. Der braune Stift malt schon fast. Na, Andi, der jetzt hier explodierst. Hier, nimm das Klopapier, 50 Meter die Richtung. Auf geht's! Gerrit, mach die scheiß Kamera aus! Taschen, Leute! Taschen! Wie ihr sicher geahnt habt, geht's heute mal um eine Sache, die garantiert jeden von euch draußen schon mal beschäftigt hat. Andi, was ist denn das? Ja genau, es geht um die Notdurft. Ist ein bisschen ein komisches Thema, aber wir haben uns gedacht, ja, warum kann man darüber nicht reden? Und genau das machen wir in diesem Video jetzt. Viele von euch haben uns nämlich gefragt, Gerrit, Andi, wie macht ihr das eigentlich draußen? Und genau das zeigen wir euch jetzt. Ja klar, viele denken sich, ja, geh doch einfach in den Wald und mach dein Geschäft und lass alles liegen und geh weiter, was soll's so, aber genau das ist falsch. Zum einen können Mensch und Tier da reintreten und zum anderen ist es wirklich unästhetisch für richtige Naturliebhaber. Aber es geht auch anders. Ja, also wir persönlich haben so eine Art Kack-Kit, schrecklicher Name, ich weiß, sorry, so ein Kack-Kit dabei. Und Gerrit, was ist da drin? Da haben wir in der Regel Klopapier drin, feuchtes Klopapier, Handseife und Desinfektionsmittel, ein Handwaschbecken und ein Handtuch. Also alles, was man so braucht, ne? Definitiv. Ja, Sinn dahinter ist ganz einfach. Ihr habt einfach eine fertige Tasche und könnt die einfach, wenn es soweit ist, dann mitnehmen, müsste ich alles rumkramen und zusammensuchen. Und wie ihr das Ganze jetzt konkret durchziehen könnt, zeigen wir euch jetzt. Also grundlegend habt ihr erstmal drei Möglichkeiten. Die erste ist, dass ihr euch einfach abhockt. Ist wohl die einfachste. Die zweite Variante wäre natürlich, ihr sucht euch einen 90-Grad-Ast oder einen Baumstamm, der halt quer liegt. Ist auch relativ easy. Und die dritte und komfortabelste ist, wenn ihr ein eigenes Lager habt und da ein Donnerbalken vorhanden ist. Die Abläufe sind ja logischerweise bei den drei Sachen die gleichen. Und wir zeigen es euch jetzt anhand eines Donnerbalkens. Schritt Nummer 1, grabt euch ein Loch. Wenn ihr keinen Klappspaten dabei habt, tut's auch so ein kleiner Stock mit so einer Aussparung. Der Rest ist auch übelst einfach. Ihr sucht euch einfach zwei Astgabeln, links, rechts, rammt es in den Boden rein, relativ tief, damit es stabil ist und legt einfach den Donnerbalken sozusagen rüber. Und dann könnt ihr losdonnern. Ja, wenn ihr dann soweit seid, zieht das durch, ne? Wischt euch dann den Hintern ab, ihr kennt das. Das feuert ihr dann einfach in das Loch rein. Ne? Zack, zack, zack. Wichtig ist dabei, wenn ihr Feuchttücher benutzt, müsst ihr dafür eine extra kleine Plastiktüte mitnehmen, weil die verrotten leider nicht. Die Feuchttücher kommen in die Plastiktüte und dann mit in den restlichen Müll. Und am Schluss grabt ihr einfach alles wieder zu. Nach der ganzen Nummer schön die Hände waschen und ihr habt's geschafft. Wenn ihr richtig krass seid, benutzt ihr biologisch abbaubare Seife. Dann könnt ihr ruhigen Gewissens wieder weggehen. Wie sieht's denn eigentlich bei euch aus? Habt ihr mit auch schon Erfahrungen gemacht oder seid ihr eher die Heimscheißer? Wenn's so sein sollte, dann jetzt Hashtag Heimscheißer in die Kommentare. Jawohl's denn's! Das war auch schon der ganze Zauber. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, obwohl es so ein Tabuthema war, aber ich denke, kann man machen. Muss man ja auch mal drüber gesprochen haben, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao! Jetzt wird uns natürlich interessieren, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Macht ihr das schon so oder seid ihr eigentlich eher so wie Andi die Heimscheißer? Nein, du sollst nicht meinen Namen sagen, du Penner. Das war überhaupt nicht abgesprochen. Nochmal alles. Dich! Andi ist ein Heimscheißer. Andi ist ein Heimscheißer. Ist das so grenzüberschreitend, was wir hier tun? Wie ihr sicher geahnt habt, geht es heute mal um eine Sache, die jeden von euch bestimmt schon mal draußen beschäftigt hat. Andi, was ist denn das? Ja. Okay, Ausnahmezustand, wir müssen weg, Gerrit, los!